Ja. Er bleibt einfach da stehen und ich habe keine Ahnung warum. Dann nehmen wir halt diesen Weg. Kommen wir jetzt auch hier lang. Ach. Komm. Das war gerade eine Fehlzündung. So, zack. Dich nehmen wir auch mit. Ich finde es halt doch insgesamt besser, wenn wir mehr Truppen haben. So. Irgendwie finde ich das noch beunruhigender. Ist hier einer? Nee. Finde ich gut. Verrat. Na denn. Die Leibwächter von Grom, Berserkermeister, führen ihn in einen Hinterhalt. Belohnung 2269 Erfahrungspunkte und keine Essensmünzen. Schade. Hier drüben! Jetzt muss ich dich töten, damit meine Jungs mich nicht für einen Weichling halten. Tja, für den Höllenherrscher. Genau. Oh, der ist ja schon ziemlich weit runter. Finde ich toll. Immer doof, macht man. Wow, geil. Super. Ach, der schon wieder. Soll ich etwa Angst vor Verrätern haben? Ja, aber klar. Nichts als Futter für den Fleischwolf. Du hast gar keinen. Mach den Platz. Gleich macht's Bomb. Warum? Für wen denn? Zünd durch Feuer. Da ist das jemand wütend. Ich habe jetzt gesehen. Oh, schade, jetzt geht's nicht. Schade. Genau. Was soll denn das? Jawohl. Gut gedacht. Ach, hier, warte mal. Ich brauche noch kurz. Entschuldigung. Okay, der platzt nicht. Ich bin für Schmerz. Ciao. Grumm. Das war's. Durch was ist er eigentlich gestorben? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich durch unsere Rückhand. Mein Gesicht! Ja, und sein Gesicht immer. Ich dachte, du wärst meine Dienste wert. Ach, er wieder. Aber jetzt weiß ich's besser. Ja. Ich werde dich sogar töten, damit die anderen wissen, dass ich's kann. Okay. Scott. Fernkampf, oder Feuer, berät eine Bestien. Okay. Wo willst du hin? Nein, das war der Falsche. Okay, hier einmal draufprügeln. Nein, nicht auf den! Ey, Leute! Mann, nein, geh doch mal da weg. Und fällt aber wie ein nasses Handtuch. Ach hier, du, dich brauche ich mal kurz. Ein bisschen. Toll, danke schön. Den wollen wir auch mal löschen. Irgendwer gerade. Oh, Entschuldigung. Okay. Jawohl, Norm. Meine Güte. Der hat's drauf. Geil. Sehr geil. Mein Gesicht. Der hat sein Gesicht. Kannst ja nicht mehr hören. Mal so hübsch sind Uruks jetzt auch wieder nicht. Dass die. Oh, nee, das wird mir immer noch. Dass die immer so auf ihre Optik achten müssen. Mach eine Probe Gauk. Nee, danke. Brauche ich gerade nicht. Hat sich irgendwas anderes? Okay. So, dann wollen wir mal zum nächsten Verrat. Mal vordringen. Natsu, der Hohlkopf. Ja, warum nicht? Nehmen wir einmal den. Achso, geht ja gerade nicht. So, so geht's besser. Und einmal eine Schnellreise, bitte. Ich hoffe nur, dass das Ganze jetzt nicht dauernd in Höhlen stattfindet. Das war echt extrem nervig.
Überhaupt finde ich diese Karte nicht so besonders erregend. Und diesen Sprung schaffe ich irgendwie immer nicht. Ich weiß auch nicht warum. Entschuldigung. Gut, der hat nichts mitgekriegt. Hallo? Oh. Ich meine, ich habe keine Knoten in den Fingern. Ich weiß nur nicht, warum die Steuerung momentan ständig so ein bisschen buggy ist. Ich habe keine Ahnung. Das klappt immer gut. Also meistens. So, Verrat. Die Leibwächter von Lazzo der Hohlkopf führen ihnen einen Hinterhalt Belohnung 1926 Erfahrungspunkte und auch hier gibt es keine Essensmünzen. Weiß nicht! Weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ah ja. Für den hellen Herrscher! Ich weiß nicht! Er weiß es nicht. Er weiß es halt nicht besser. Er ist halt ein Hohlkopf. Weiß nicht! So. Das verprügelt ihn mal heftig. Na los. Ja, ja. Er zündet durch Erfrierung. Na ja. Weiß nicht! Weiß nicht! Weiß nicht! Ich guck mal kurz, was der so drauf hat. Na, so. Fernkampf? Hinrichtung und Feuer. Okay. Naja, gut, dann. Was? Er lebt noch? Ja, hört immer los, immer drauf. Ja, perfekt. Gut, der Schamlose. Ja, sehr schön. Und fällt jetzt noch ein anderer in den Rücken? Kann sich das sein. Die Volksleute haben überlebt. Gibt's ja doch Essensmarken. Lass mich deine Hand spüren. Was? Ich meine, gut, der ist legendär. Mein Karo? Ach, egal. So, jetzt können wir den nächsten Verrat. Arshako, der Ertrunkene. Entweder sind sie hohl im Kopf, sind ertrunken, entzündet oder erzürnt. Das ist Uruks. Komisch, geht immer hoch, wenn wir angelaufen kommen. Einmal. Zweimal. Ich habe da gerade schon ein Juwel gesehen. So ein Träumchen. So, den nehmen wir auch noch mit. Das wollte ich aber gerne haben. Ich möchte das mitnehmen. Danke. So, nehmen wir den auch noch mit. Natürlich, das war ja klar. Komm, ich lösche dich. Und heile dadurch meine... Okay. Tja, hat ja nicht so gut geklappt. Seit wann platzen die eigentlich wieder? Hm. Hier, auch gerade wieder hochgegangen. Toll. Jetzt hat der Doppelsprung nicht geklappt. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut, beschweren kann man sich immer. Trotzdem ist das Spiel immer noch erste Sahne. Das holt einen so ein bisschen wieder in die Realität zurück, wenn man doch, dann doch merkt, dass man nur in ein Spiel drin ist. Naja. So, Arshako, der Ertrunkene. Hm. Ja, ich weiß, das ist alles bekannt. Hier bei ihm auch. Also, wir brauchen jetzt eigentlich keine Infos mehr. Glaube ich. Doch, hier er. Kommt denn der? Bagger, der aufgeschwemmt. Ja, der sieht... Ja, niedlich.
sieht nach einem Schleichangriff panisch. Das ist schön. Das ist schön. Entflammbar. Festnageln. Fernkampfregelung. Schleichangriffe. Die Richtungen. Die Richtung, Hinrichtung. Bei diesem Regen ist meine Sicht echt fantastisch. Ja, gut. Das beruhigt mich. Verrat. Wir haben schon viel geschafft in dieser Folge. Also in dieser Aufnahme. Das ist jetzt schon die zweite Folge der Aufnahme. Die Leibwächter von Asako, der Trunkene, führen in den Hinterhalt, bla bla bla, 1890 Erfahrungspunkte. Mal sehen, wie viele Essensmarken wir hier kriegen. Hey! Da stehst du also! Aber nicht mehr lange, mein grabwandelnder Freund! Stirb, Herr! Oh, stirb, Herr. Ja, das hat ihn ja mächtig wehgetan. Na gut. Feinde mit was? Machtkämpfe bilden zwar den Kern unserer Gesellschaft, aber sie können auch sehr lästig sein. Ja, das sehe ich genauso. Ich verkrümmel mich mal kurz hier irgendwo mal hoch. Geht aber gerade nicht. In den Kopf, in den Kopf. Na komm, den beschämen wir jetzt einfach mal. Ich wollte keinen festnageln gerade. Außerdem habe ich gerade keinen gesehen. Komm, den beschämen wir jetzt einfach mal. Wir haben den Häuptling zwar bezwungen, aber er müsste eigentlich immer noch Häuptling sein, richtig? Eigentlich schon. Was macht ihr denn da? Schaut mal auf jetzt. Immer schön. Lass dich schmecken. So. Jetzt vermögen wir zusammen. Komm. Na, so, jawohl. Was wollte ich gucken? Weiß ich gar nicht mehr. Ach ja, stimmt. Diesen komischen Häuptling. Oh, okay. Dann ist er ja gleich... Toll! Immer diese Höhlenaufträge. Die gehen mir leicht auf den Sack, die Höhlen, ganz ehrlich. Weil es war sehr schön hier. Ich habe auch schon die ein oder andere Höhle als Thumbnail auch nutzen können. Aber ja, also dauernd nur in Höhlen kämpfen zu müssen, ist ein bisschen, ja. Aber es macht natürlich auch Spaß. Aber es ist natürlich auch sehr eng. Und es ist natürlich sehr natürlich, wenn ich immer natürlich sage. Und es ist natürlich auch sehr, sehr nervtötend. Natürlich. Asako, der Ertrunkene, bitte. Ein Festmahl. Ich kann nicht riechen, was sie kochen. Und dafür bin ich dankbar. Ja, wer nicht? Ich frage mich, wie... Du fragst dich jetzt gar nichts mehr. Du fragst dich nur noch, wie du dir, wie du dem dunklen Herrscher dienen kannst. Hier, hallo. Ich wollte mal Hallo sagen. Ja, ja, passt schon. Sieht toll aus. Ciao. Das war klar. Ja, wie können hier denn Einschläge kommen? So. So, jetzt müssen wir hier mal irgendwo hoch. Oder? Ach, da hinten ist er. Da ist der Arsaku. Das versoffene Loch. Dann Vergift, Erschöpfung. Ja, Vergift. Bisschen Futter. Okay, er nimmt Schaden durch Feuer. Schon mal sehr gut. Den. Den.
gesehen? Nee. Los, nimm einen kräftigen Schluck. Nimm einen kräftigen Schluck vom Grog. Mach da nun, mach da nun. Denn ich, Alter. Gut, mach da nicht. Dann. So. Jawohl. In die Richtung. Ja, genau. Helm nicht. Oh, Alter. Das bloße Morden reicht dir nicht, Du liebst die Qual und die Folter. Tja, mir reicht Morden voll und ganz. Schicke Stoßzähne, Alter. Ich zeig es dir. Also ich meine, du bist ein Kind. Haben wir noch irgendwo was? Schön im Kreis laufen. Ah. Moment, ich wollte mal kurz hier einen reinhauen. Ach so, Finger weg. Alter, lass es doch mal sein. Reinlassen. Mistigen Dreckchen. Ups. Mann! Gut, das ist aber schnell. Der ist schon mal sehr sauer. Alter. Ist es denn wahr? So. Aber jetzt. Da. Ja! Auf die Knie! Okay, und rekrutieren. Du wirst dienen. Ich schwöre dir Treue. Das wollte ich hören. Rückzug. Ich bin so gut wie weg, heller Herrscher. Ich bin der Und deine Anhänger sind so gut wie tot. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Orkfleisch schnetzeln. Oh, hier liegen noch irgendwo ein paar Münzen für den Automaten rum. Jawohl. Nö, grad nicht. So und jetzt. Also manchmal habe ich so eine komische Stimmlage. Ich bitte das zu entschuldigen. Jetzt. Und jetzt können wir tatsächlich hier mal ein bisschen fortschreiten. Bagger, der Aufgeschwemmte, den könnten wir auch noch mitnehmen. Es ist ja auch schon ziemlich dicht vor der Festung. Dann würde ich die nämlich tatsächlich als nächstes einnehmen wollen. Und das hier machen wir zum Schluss, würde ich sagen. Das verlorene Artefakt. Das können wir zum Schluss machen. So, dann, Schlupper. Schlupper ist mir ein bisschen zu dolle. Ja, ja, natürlich. Oh, gar nichts. Nun lauf doch mal, Karabor. So, so sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Nein, nein. Wie denn? Ihr seid doch alle taub. So, hier nochmal. Da haben wir ja gleich schon Bagger. Ja, ja, das war genau da, wo ich hin wollte. Genau. Aber jetzt. Ein Festmahl in der Nähe. Ich kann ihren fürchterlichen Gesang hören. Mhm. Ich soll X gedrückt halten für den Schattenangriff? X. Geht nicht. Gut.
Suche den Außenposten nach Bagger, der aufgeschwemmt. Ah, natürlich. Natürlich wurden wir wieder gesehen. Was denn auch sonst? Da steht ja natürlich rum. Überall. Pfeiler. Das ist nicht so toll. Panische Angst vor Schleichangriffen. Ja, genau. Entflammbar. Festnageln. Fernkampfdienstfunk. Schleichen. Okay, aber ich möchte erstmal hier den Groch vergiften. Toll. Das kann man gar nicht sehen. Dürre. Hinten ist noch eins. Gut. So. Welcher von beiden ist das denn? Ich bilde mir Dinge ein. Ja, natürlich. Okay, das ist Bagger. Das ist auch Bagger. Okay. Nein. Pech. Nichts weiter. Ja, ganz, ganz toll. Und er zieht sich zurück. Nein, das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Ach, du. Du. Bist Meister des... Naja. Wem willst du das weiß machen? Nun, geh doch mal da hoch. Nicht da hoch. Ist es denn wahr? Geräusch? Ich laufe ans Ende von Mordor, bevor du mich fassen kannst. Meinst du? Naja. Mal gucken. Du kannst mich nicht fangen. Gib auf. Halt dich. Nee, das war der falsche. Da will ich nicht. Zu ihm da. Oh Mann. Oh, jetzt bleibt auch noch in der Grafik hängen, ey. Scheiße. Der darf mir nicht entkommen. Du kriegst mich nie im Leben. Weiter. Jetzt ist er gebrochen. Einsammeln. Mann. Du Wurm. Jetzt aber. Puh. Alter. Ab jetzt dienst du mir. Ja, mein Herr. So ist artig. Rückzug. Na gut, ich gehe. Alle gemeinsam! Was? Ach ja, ne, die brauche ich gerade nicht, ne? Ciao. Weil es so schön ist, wenn die weglaufen. Doch, doch. Gut, jetzt wollen wir mal kurz in die Armee glotzen. Ja, da waren es nur noch 3. Finde ich gut. 40, 41, 38. Mann. Haben wir hier noch irgendeinen, den wir noch nicht beherrschen? Nein, von denen beherrschen wir alle.
Das freut mich. Ein Träumchen. So, jetzt müssen wir auch kurz auf die Karte noch. Toll. Man kommt zurück aufs Schlachtfeld und schon kriegt man eine Pike in den Arsch. Blutrache, Spartak. Lorm-Trophäen, ja. Nee. Meine, könnten wir, ja, könnten wir, aber müssen wir das? Feindlicher Hauptmann? Hm. Wir sind gerade da. Ja, okay, das hat noch ein bisschen Zeit. Muck Todeshetzer, Dusch Nachtbringer. Ich möchte erstmal den Todeshetzer erstmal hervorlocken. Passiv, Alter! Wir werden dich in Stücke hacken. Ciao. Genug. So. Was? Ich kann dich beleidigen. Beiden? Nö, nee, nicht so. Ist nicht so meins. Nein. Nein. Blut. Ja, genau. Den. Gut, wo müssen wir hin? 1500? Nein. 1500? Nein, so weit wollte ich jetzt nicht laufen. Dann müssen wir wieder hier quer durch. Das ist doch nicht wahr. Ich weiß noch nicht mal. Ach, hier, von hier aus kann man. Ja, dann können wir auch den Weg auch laufen. Dann können wir den Weg auch laufen. Dann sehen wir noch ein bisschen von der Karte. Der Waldläufer! Die ach so schöne Karte. Die gar nicht mal so schön ist, aber halt da ist. Haben wir noch irgendwo Pfeile? Bei Elbengeschosse? Ja. Mit. So, hier lang? Ja. Oh, da liegen noch Münzen. Noch ein bisschen Münzgeld, das nehme ich natürlich mit. Auch nochmal Münzgeld, nehme ich auch mit. Hier geht noch ein. So. Und ich bin schon wieder weg. Ich wollte nur die Sachen damit. Nochmal Münzgeld. Ich werde nicht sagen, ich bin gierig, aber. Man liebt damit, was man kriegen kann. Auf der Arme. Alter. Dein Astralkörper da weg, ey. Na gut, den haben wir gekriegt. Ja, diese Einschläge hier überall. Ach ja. Wo kommen die eigentlich her, diese komischen Einschläge? Hier steht nirgends irgendwo was, was solche Einschläge verursachen kann. Und alles schlägt hier immer ein. Wir rennen. Toll. Das passt doch. Nee, braucht er nicht. Ich will gar nichts mehr. Na doch, hier, den können wir mal kennenlernen. Krakorn, Steinforst, Stufe 31, kränklich. Ja, nee. Geschissen? Das war. Nein, das war ich nicht. Das war wie anders. Ah ja, also war es gut. So, jetzt wollen wir hier mal gucken. Falle.
Muck Todeshetzer hat seinen Feinden eine Falle gestellt. Lock ihn hervor, indem du sie auslöst. Den Häuptling zu besiegen, deaktiviert Jägerhort. Okay, machen wir das auch.